Herzlich willkommen zum Jotun Run, den wollte ich schon länger hochladen, es wurde sich ja sogar schon gewünscht. Aber aufgrund des Studiums und auch von Krankheit kommt es jetzt erst. Und ja, man sieht auf jeden Fall im ersten Schritt, suche ich den Baum. Im Tempel Dohao heißt, da setze ich meistens einen Wächterkompass ein, das wird man vielleicht gleich sehen. Genau, hier habe ich ihn eingesetzt, hier wird mir gezeigt, wo der ungefähr ist. Die gab es mal zu einer Aktion kostenlos, ich glaube 5 oder 6 pro Char der Orks, die gemacht hat, gab sie kostenlos. Ansonsten habe ich mir die mal vom Markt gekauft für, ich glaube zu dem Zeitpunkt 300k das Stück. Habe ich mir auf jeden Fall einige gekauft, habe glaube ich noch über eine halbe Seite von denen rumliegen. Und ansonsten halt auf meinen Orkzahn Chars, die halt abgegeben haben, habe ich auch noch einige. Und ja, finde ich das auf jeden Fall sehr sinnvoll, die Dinge aus meiner Sicht zumindest. Also ich nutze die gerne. Und ob ich die mir im Itemshop kaufen würde, weiß ich nicht. Also unwahrscheinlich, eher vom Markt wahrscheinlich. Und ja, hier sieht man, ich habe den Baum jetzt gefunden. Gefunden in Anführungszeichen. Es wurde mir gezeigt, wo der Baum ist. Und da habe ich dann meistens zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe meine Chars zum Baum, wie in dem Fall, oder ich bringe den Baum zu meinen Chars. Je nachdem, wo er gerade steht, habe ich mir entschieden, okay, du bringst einfach mal die Chars dorthin, es ist nicht weit. Alle haben natürlich ein Money auf einem Königstiger projiziert, finde ich ganz nett. Ist aus meiner Sicht echt ein Muss, weil wenn die halt irgendwie langsame Reittiere haben, dann sterben die oft und es dauert alles lange. Und ja. Hier sieht man jetzt, der Baum ist down, ging relativ easy. Der Baum selber ist Teufel, müsste er sein, Teufel Wind. Und ja, jetzt eben werde ich gleich mit den Chars dann zum Run selber bereiten. Das heißt, alle Chars haben schon Schlüssel bereit. Hier habe ich schon mit allen reingeklickt und jetzt nur noch Snow. Genau. Und jetzt heißt es halt, die Chars eben zum Boss bringen. Ja, ich habe schon alle Chars jetzt hochgebracht und reite jetzt noch mit Snowell hin. Der erste Boss ist der Bugger, der ist selber Eis. Eisteufel heißt, ja, bei jedem Eisteil anziehen am besten und halt Teufel-Equipment mehr oder weniger. Man braucht nicht so viel Teufel, ich habe selber nicht Full Teufel, ich habe ein bisschen was. Ich habe, ich glaube, 10 im, vielleicht im Helm, je nachdem welchen ich anziehe, 10 im Schild und 20 in den Ohrringen. Mehr habe ich auch nicht, also da ist auf jeden Fall noch Platz nach oben. Ich könnte den also echt krass wegkloppen vom Damage her, aber ich mache es nicht. Weil es einfach unnötig ist, dann dauert es halt eine Minute oder zwei länger, dann ist es halt so. Genau. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Exe Saphir und einen Exe Dia. Es geht aber auch ohne beides, heißt, ich habe es auch ohne die zwei Dinge geschafft, den Newton Run zu machen. Genau, die Waffe selber ist plus 8. Und hier sieht man, okay, geht relativ gut down. Wenn ich manchmal nicht aufpasse oder so oder irgendwie unachtsam bin, dann kann ich auch sterben, wie auch immer. Aber eigentlich ist es meistens nicht der Fall. Außer ich fange an mit der Glefe zu kloppen und muss dann wechseln und keine Ahnung. Mach alles, was geht falsch und dann kann ich auch mal sterben, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Normalerweise hier ist auch schon der Boss down, der erste Boss. Hier ziehe ich auch schon ein Zeug um auf FKS Erd. Genau, jetzt Helm auf FKS Dev gewechselt, weil er 10 Orks hat. Auf mein Erdtali und eben, ich habe auch die Ohrringe gewechselt, das sind 20 Orks, 10 Teufelohrringe. Finde ich an sich ganz nett. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe hier jetzt nur zwei Heilerwellen also ich habe alle aufgenommen, aber ich habe jetzt nur zwei reingeschnitten, weil sonst das Video einfach unnötig lang wäre. Und ja, die Baggertruhen, die öffne ich meistens. Nicht immer, aber meistens. Aktuell habe ich noch ein paar rumliegen im Shop. Aber meistens öffne ich die, weil durch das Öffnen mache ich halt meistens ein bisschen plus. Oder meistens eigentlich plus sogar, weil ich krieg dann irgendwie pro Run dann schon eine Flamme oder sogar zwei hatte ich auch mal. Und den einen oder anderen Titandioxid, den man da auch rausbekommt, eigentlich ganz nett. Und ja, ich klopfe mir einfach in der Ecke, weil ist angenehmer dann rauszurennen und eben dann die Heiler zu killen. Wenn man einen guten Zweitscher hat, der die Heiler kloppen kann, ist es noch leichter. Kann man sich einfach unten reinstellen und halt die ganze Zeit Jotun kloppen und der Zweitscher kloppt halt eben die Heiler. Hat bei mir nicht geklappt, deswegen mache ich das einfach mit dem Main. Hier wechsle ich jetzt noch auf mein Doppeldrop-Equipment. Hier habe ich das Pad leider vergessen. Ich sehe es im Video, das triggert mich jedes Mal. Ich droppe meistens vom Jotun so zwischen 60 und 70 KK.
Einmal hatte ich das, dass ich glaube 3,2 Won gedroppt habe von dem. Es war, ja, keine Ahnung, wie viele Runs ich gemacht habe, und es ist jetzt so einmal passiert. Und selten ist es dann irgendwie zwischen, ich glaube, 20 und 35 KK oder so. Aber sehr selten, wie 25, zwischen 25 und 35 ist sehr selten. Meistens eben durch mein Doppeldrop-Equipment zwischen 60 und 70. Und sehr, sehr, sehr selten eben 3,2 Won. Bis jetzt eben nur einmal von, ich würde mal schätzen, 100, 200 Runs. Also kann auch Pech sein. Und ja, ich habe halt eben nur 20 Doppeldrop im Schild, in der Kette und in den Schuhen. Medaille des Glücks setze ich auch immer ein, weil die kriegt man ja meistens an Weihnachten einfach mal hergeworfen. Da habe ich noch einige rumliegen. Und ich habe theoretisch habe ich dann noch das Young Pet, aber ja, habe es jetzt in dem Fall vergessen im Video. Passiert. Genau. Hier pulle ich jetzt eben den Herrscher zu meinen Chars, weil ich habe keinen Bock, mit denen allen hochzulaufen. Heißt, ich habe mit allen erstmal die 5000 abgegeben, die ich halt während des Judons halt gesammelt habe. Und werde jetzt eben halt den Herrscher zu meinen Chars pullen. Und dann eben halt, ja, den halt zweimal killen. Ich meine, jetzt okay. Es klappt eigentlich, es klappt ganz okay, es klappt nicht immer. Manchmal backt er mich in die Wand, dann muss er mich killen, damit ich halt eben wieder rauskomme und so. Dann rennt er manchmal schon fast bis zum Anfang wieder. Das mich halt schon ein bisschen nervt, aber passiert. Dauert halt eben wieder. Ich brauche für die Quest so ungefähr, ich würde mal schätzen, so 40 Minuten. Wie dauert das bei mir circa? Ich mache die auch, manchmal bin ich motiviert und mache die direkt nach dem Mutant Run. Manchmal war ich halt okay, ich mache halt dann erstmal den Herrscher und dann halt so ganz gechillt, hier jetzt der zweite Herrscher. Danach halt ganz gechillt die anderen drei Quests, Vorquests, damit ich halt wieder dann die 1000 beim Mutant sammeln kann. Genau, hier habe ich mich noch gebufft, weil warum nicht? Steht hier sowieso noch rum. Ich glaube, in dem Fall habe ich sogar vergessen, das Schild zu wechseln und wahrscheinlich auch noch den Helm. Deswegen war der Damage jetzt nicht so nice. Also die 10 Teufel da und den Damage Helm da, den merkt man halt schon. Und hier heißt es jetzt erstmal Questen. 50 Entei, Kämpfer, Krieger. Und ja, was braucht man eigentlich für den Run? Für den Run braucht man eben 5 Chars Level 95 mindestens. Am besten natürlich höher. Zumindest halt den Main und vielleicht Charmy. Aber wobei Charmy nicht unbedingt, aber für Main höher. Allein wegen dem Zodiac-Schwert wäre es halt schon nice. Und eben ein Erdtali oder ein Tali mit 25 Erd, 25 Eis, je nachdem. Auf einem oder auf zwei Talis. Und halt eben die Quest muss man gemacht haben, genau. Die gibt es ja auch noch. Die nervt manchmal. Dauert halt eben seine Zeit. Und ja, aber man hat eben den Cooldown vom Mewtwo von 2 Stunden, in der man die eigentlich machen kann. Was relativ entspannt ist. Genau. Hier habe ich jetzt eben die 50 Entei-Kämpfer, bis sind es, jetzt runtergehauen. Und sogar schon die Arzneitasche, wie es scheint. Und jetzt heißt es halt eben noch die 5 Mediensteine kloppen. Ja. Ist manchmal relativ nervig, weil es gibt viele Leute, die leveln halt dann den Stein oder die farmen halt auch die Quest oder sonst was. Und Autojagd-Chars kloppen ja auch mit den Steinen weg. Und dann findet man vielleicht nicht immer 5 Stück auf Anhieb. Dann muss man vielleicht einen Spawn warten oder so, aber es passiert. Aber dank des Cooldowns ist es eigentlich nicht, meistens nicht ganz so schlimm, auch wenn es ja besser wäre, wenn man den ja direkt am Anschluss machen kann. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Der erste Boss, der droppt zwischen 9 und 11 Truhen und der zweite zwischen 8 und 10 und halt plus halt noch 10 grüne Tränke, beide jeweils, plus halt eben der zweite zumindest, ja. Genau. Mittlerweile ist man ja eigentlich auch viel fortgeschrittener zu dem Zeitpunkt. Ich mache auch aktuell nicht so viele Jotuns. Ich bin aktuell mehr auf Yuhara unterwegs, kloppe da Bosse. Da wird es vielleicht auch noch ein Video zu geben. Generell habe ich jetzt ein paar mehr Aufnahmen gesammelt. Und genau. Hat sich viel getan an meiner Alchi, auch am Equipment. Das ein oder andere neue wird auch alles kommen. Ich bin auch aktuell ein bisschen noch verschuldet. Das baue ich jetzt mit der Zeit ab. Müsste halt mal wieder einen Shop stellen und dann werden auch die Schulden dann so langsam weggehen. Ist nicht viel, es hat mir aber enorm geholfen.
Habe auch schon ein bisschen das Osterevent gefarmt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gemacht habe, war noch das Valentinstags-Event, glaube ich, meine ich. Ja, genau. Es müsste so sein, wie aufgrund der Mädchensteine, jetzt wo ich drauf achte. Genau, hier jetzt eben der, ich glaube, der dritte Stein war das jetzt. Jetzt kommt der vierte. Immer die Chars da hinlaufen, hinlegen und kloppen. Ich gucke auch meistens, dass ich eben die Chars so hinlege, dass ich vielleicht dann direkt zwei Steine kloppen kann oder auch vielleicht drei. Es geht sich zeitlich immer ganz gut auf, weil ich vom Damage her genug mache, dass ich eben zwei, drei Steine in der Zeit kloppen kann, bis eben, bis die Chars sonst respawnen von alleine. Und ja, genau. Ich habe auch schon eine Enigma-Tempel-Aufnahme gemacht. Wird alles kommen, wird alles kommen. Es dauert ein bisschen. Ich muss mich erst wieder reinfinden. Ist immer so die Sache, so nach einer längeren Pause sich wieder in das Ganze reinzufuchsen. Was ich schon oft gemacht habe, aber man vergisst ja trotzdem das eine oder andere und muss halt wieder gucken, okay, wie mache ich das am besten? Ich habe auch noch eine mehr oder weniger ein Mixtape, das ich bearbeiten möchte, muss, sollte. Das wird auch noch irgendwie hoffentlich noch diesen Monat kommen, wenn ich mich dann richtig dann dran hingesetzt habe und das gemacht habe. Und ja, ich hoffe, euch hat der Run gefallen, der YouTube Run. Man hat mehr oder weniger den Einblick gesehen, wie ich das mache. Andere machen es anders. Es gibt eben die Taktik, dass man den eben runter zur Treppe pullt und dadurch kein Damage bekommt. Aber so mache ich das. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Man sieht sich. Euer Snowy. Ciao.